Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play. Heute mit Tom Clancy's The Division. Meiner Meinung nach ein Meisterwerk von Ubisoft. Also ich finde die Idee dahinter eigentlich recht genial. Rollenspiel-Elemente halt mit Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter halt zu verbinden. Finde ich echt genial. Ja. Ob es nun gelungen ist, das muss sich jeder selbst halt überlegen, selbst auch gespielt haben, um das halt irgendwie oder da ein Fazit halt schließen zu können. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, ja, ich spiele das halt regelmäßig mit meinem Zockerkumpel Cookie Gabble. Ich habe mir jetzt gedacht, sowas, okay, jetzt bist du ja halt schon drin mit den Grundsteuerungen und so und worauf es halt ankommt. Und da habe ich gedacht, sowas, hey, machen wir doch mal einfach mal ein Let's Play daraus. Und ja, ich denke mal, wir beginnen damit einfach mal. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir beginnen einen neuen Einsatz. Neues Spiel. Das ist der zweite Charakter. Diesen Black Friday können Sie Käufer aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der wechseln ab Freitag nehmen Waren für viele teil. Millionen Dollar Bargeld. Das haben wir erwartet. Millionen Amerikaner in den Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber sollte. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei Keine Züge, die Brücken sind sammeln. Gesperrt. Hier die ist Kriegsgebiet. Die sind eine echte Mehr Gefahr. Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle. Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Brennen. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Okay. Jetzt müssen wir uns noch einen Charakter bauen. Die sieht ja auch ganz nett aus. Noch so. Schon. Wir wollen ja da Tarnung haben im Schnee, deswegen weiß. Markierung.
Arm. Tattoos habe ich mir schon mal angeguckt, die sehen alle total blöd aus. Hier immer so am Hals und so, das ist inner ihren Schal und so ein Blödsinn. So, Zubehör, da muss natürlich auf jeden Fall meine Brille auf. Die habe ich ganz schön cool eigentlich schon. Bestätigen. So, und los geht's. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Okay. Willkommen an Bord, Agent. Jetzt müssen wir zum Safe House laufen. Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn das ist ja noch nicht schwer hier geworden ist. Ist ja noch Tutorial. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Der Gesamtausrüstung. Agent. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Safe House. Steuerung drücken, um rüber zu hüppen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Interagier mit F. Sicherer Bereich. Hier sind noch ein paar andere Noobs wie ich. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich... Und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Okay. Also wir sollen erstmal hier reinkommen. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Können wir uns die Spielerinfos von anderen noch mal angucken? Ich finde das doof, dass jetzt hier alles blau ist. Ist eigentlich nicht so. Naja, egal. Das soll mich jetzt nicht kümmern. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. So, L drücken, um Fähigkeitenfenster zu öffnen. Oder haben wir auch nicht großartig, ne? Eine Haftgranate. An den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Das ist hier. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch.
Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Okay. Das heißt, er gibt uns jetzt Aufträge, hat er gesagt, die zum Krisenherd gehören. Die verfassen was. Schienpistolenmunition. Hier haben wir noch jemanden, der uns mit Ausrüstung versorgt, aber Geld haben wir. Alter. Noch von dem anderen Account. Ach so, ist ja krass. Ach ey. Was hab ich für Waffen? Ich hatte gehofft, was verkaufen zu können. Also ich hab noch nichts, okay. Aber auch noch kein Level. Dann gehen wir mal raus. Nahrungsvormittel wieder geschafft. Wieder beschaffen. So. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen. In 50 Metern reicht sich. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Gut. Okay, dann durchsuchen wir ihn mal, unseren Homie. Vermisste Vorratskiste geortet. Also egal, was man zu diesem Spiel sagt, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es wird nachher unter Umständen, zumindest für meinen Skill, ziemlich heftig. Markierte Position in der Nähe. Schon. Ja, ich sag's doch, da rührt sich nichts. Weil du es falsch machst. Ich mach das. Was? Na schön, du Genie. Dann zeig mal, wie es geht. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Cool. JTF markieren. Das sind die Versorgungsgüter. Haben wir gleich mal in Deckung. Alex. Haben wir Level Up? Verbleibende Vorräte suchen. Okay, weiter geht's. Da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste. So sehen die aus. Und da haben wir ein Sturmgewehr drin. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Die werden wir gleich ausrüsten. G. War das G36 oder geht? Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. So, das war's. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Oh, die Ubisoft, die töten so gern Hunde. Oder Tiere. So, jetzt sehen wir hier unser Ausrüstungsmenü. I, Inventar. Und das ist jetzt die Standardrüstung. Und jetzt können wir halt die nächste, die haben wir eben gerade für den Abschluss bekommen. Sehen auch, da ändert sich auch schon was. Zack. So, das wird er zweite Waffe oder dritte Waffe wird er später entsperrt. So, hier haben wir jetzt unsere Maschinenpistole. Das sehen wir hier. Und hier haben wir dann unser verbessertes G36. Das ist ein deutsches Gewehr. Bundes kennen das. Und das sind halt die Mods, die man auch einsetzen kann. Das sehen wir auf der rechten Seite von dem, was wir jetzt ausgewählt haben. Schaden generell. So ein Schadenswert. Schaden pro Minute. Hier ist es das halt doof gemacht. Hier Schaden pro Sekunde angegeben. Also, ja, und Magazin halt, ne? Ah, von G36 Präzision definitiv besser. So, die nehmen wir jetzt. Und die Maschinenpistole, die können wir dann demnächst verkaufen. Ja, hier ist noch alle Standardausrüstung. Man sieht, also wir sind noch halb nackt.
Ne? Es ist noch nichts Extravagantes dabei. Hier oben sind dann halt unsere Schusswaffenpunkte, womit wir dann halt unsere Feuerkraft halt... Je höher die Feuerkraft ist, desto mehr Schaden mache ich auch mit dieser Waffe. Egal, was für ein Level die hat. Zähigkeit, ja klar. Es ist selbstredend, wie viel man aushält. Aber was gut ist, was schlecht ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Fertigkeitenpunkte. Ja, wie viel macht denn jetzt die Haftgranate an Schaden? Und. Da kommen wir aber jetzt gemeinsam da nochmal rein. Ne? So, gut, Inventar. Ja, zwei Sachen. Aber hier jetzt zwei hier und hier. Also hier habe ich dann dieses Maschinenpistole noch drin. Hier sehen wir die zwei. Zwei Waffen habe ich. In dieser Klasse von den beiden. Pistolen sind immer noch mal selbst, deswegen steht dort die 1. Und hier haben wir eben gerade noch eine Rüstung weg. Und ansonsten überall habe ich nur einen Teil davon. So, und das ist das hier, dieses Symbol, was man aus der Dark Zone dann irgendwie jetzt hat und irgendwie sicherstellen kann. Zum Thema Dark Zone allerdings sind später nochmal weitaus mehr Fähigkeiten. Da habe ich jetzt halt einfach mal so eine Art Sonar-Radar-Fertigkeit jetzt reingepackt oder Fähigkeit. Und die Filterstufe, ich kann in kontaminierte Zonen reingehen, allerdings der Filterstufe 1. Woanders würde ich ziemlich zügig sterben. Gut, jetzt drücken wir mal M. Und suchen uns mal die nächste Mission. Also das ist das Safehouse und hier sind wir, guck mal, hier sehen wir uns sogar, wo wir lang gelaufen sind. Das sind wir. Und wir suchen uns jetzt einfach mal hier Zivilisten retten oder Morphin-Vorräte finden. Beide haben Gegnerstufe 1 und wir sehen auch hier die Einsatzbelohnung. Gibt es jeweils Credits, XP und ein Ausrüstungsteil. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Er zeigt uns auch wunderbar den Weg an, wo wir langlaufen müssen. Ist also easy peasy hier jetzt noch. So, dann können wir... Was mache ich, wenn wir da sind? Das sind übrigens alles Menschen, die noch leben. Das sehen wir auch mit dem grünen Kreuz. Die laufen weg, wenn du auf die Zielzelle die Waffe überhaupt generell zückst. Aber erschießen kannst du sie nicht. So, mit Shift gehen wir in Deckung. Und können halt auch von Deckung zu Deckung hüpfen. Und da hinten sehen wir welche. Sind auch noch freundlich gesinnt. So, das war mal eine kleine Demonstration. Sei kein Arschloch, ich hab sie gesehen, okay? Ich weiß nicht, was sie hast. Gib mir neuen Pass. Da sind Gegner da hinten. Ich hab seit Tagen nicht mehr geraucht. Okay. Die plündern gerade was. Da gehen wir mal ein bisschen näher ran. Gucken, ob sie mich sehen. Nee, die sind blind. Jetzt haben wir natürlich das G36. Gucken wir mal. Das ging ja ziemlich zügig. Aber wie gesagt, sind ja auch noch Gegner Stufen 1. Gedroppt haben die nicht. Gehört ja auch alles hier noch ein wenig zum Tutorial. Ich bezweifle auch, dass wir jetzt hier ein bisschen richtig sind. Ah ja. Komm schon, das gestohlene Morphin suchen. Vermisste Vorratskiste geortet. Und oben haben wir auch noch oben links das Radar. Da sehen wir auch schon. Ja gut, ich hätte jetzt pirschen wir uns mal ein bisschen ran. Wir sterben doch sowieso alle. Ich würde lieber entspannt abtreten als mit Kugeln in der Brust. Wir könnten es sofort machen. Such einfach weiter, ja? Aus der Deckung können wir auch schießen. Das, was ich jetzt mache, ist jetzt die Spezialfähigkeit. Dann machen wir kritischen Schaden mehr. Bereich gesichert. G36
Gegner neutralisiert. So, immer das Nachladen nicht vergessen. Der hat sogar was gedroppt hier. Aber nur Stoffe, die für die Herstellung später von eigenen Sachen wichtig sind. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Reich verteidigen. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Müssen wir erstmal überlegen, wo kommen die? Feindkräfte nähern sich. Nachladen. Du gehörst hier nicht hin. Nachladen. Scheiße, das hätte ich nicht nachladen müssen. Nachladen. Kam auch schon die Verstärkung. Ziel ist sicher. Kein cool. Gegner mehr entdeckt. So, das ist gute erledigt. Arbeit, wir haben jetzt eine Atemschutzmaske gesehen, sehen wir oben mit. Ihre Medikamente erhalten. Dann gucken wir mal, was die hier noch alles hier gedroppt haben. Munition, schützender Schoner. Noch ein verbessertes G36. Und auf der Minimap sehen wir, dass da hinten auch noch irgendwo was liegt. Ach, hinter dem Zaun. Ja. Sturmgewehrmunition. Gut, dann gehen wir jetzt hier ins Inventarmenü. Gucken wir mal. Die ist ja minimal besser, aber dann machen wir das auch, ne? So, dann können wir jetzt hier was reinmodden. Drücken wir F. Und wir haben nämlich, habe ich einmal gesehen, ein Stück 1,5% Nachladetempo. Das ist dann das Ding, was jetzt hier dazwischen gebaut wurde dort. So, und schon haben wir ein etwas aufgemotztes Gewehr. Hier, und zerlegen kann man das auch noch hier, mit dem man X drückt. Das können wir mal machen hier bei der. Zack. Und schon haben wir noch ein paar Waffenteile. So. Das können wir hier eigentlich auch nochmal kurz machen. Zack. Viel Geld kriegen wir da wahrscheinlich noch nicht höher. So, dann haben wir hier eine Atemschutzmaske eben bekommen. Ne? Stufe 6. Oder Rüstung 6, sage ich jetzt mal, nicht Stufe, das ist falsch von mir. Und hier schützende Schoner auch nochmal. Bei diesen Sachen muss man auf jeden Fall aufpassen. Je nachdem, was man halt nimmt. Wir haben jetzt gerade kein Beispiel. Hier sieht man das. Die Zähigkeit geht runter. Die haben immer noch so eine Art Grundwert. Das sehen wir oben mittig. Das ist jetzt minimal, weil die eigentlich das gleiche sind hier. Aber es gibt nachher so ja, das werden wir noch zusammen finden. So größere Sachen, schönere Sachen, farblich markierte Sachen. Und die haben schon enorme Unterschiede. So, Zivilisten retten. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Okay, den Tunnel betreten. Das ist alles richtig markiert, also das findet man immer. Interagieren. F. Gehen wir mal rein. Weg ist weit. Gehen wir noch mal ein bisschen schneller.
hochgehüpft. Zeigt er auch immer wunderbar an, was man denn drücken soll. Oh Gott, bin ich hier richtig? Ah ja, hier. Leiter. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Weiß gar nichts. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jeder Zuschauer ist eine Unterstützung für mich. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt dieses Video einfach weiter, lasst ein Like und Abo da und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!